Entschlossenheit. Ich kann es mir denken, antwortete ich ruhig. Wir werden es für Sie tun. Bis zum Start der Maschine hatten wir noch reichlich Zeit. Ich nahm Liane mit in das Büro der Flugleitung und telefonierte von dort aus mit dem Hauptquartier in New York, mit MA High. Der Chef befand sich noch in seiner Privatwohnung. Die Zentrale stellte durch. Es wurde ein langes Gespräch. Ich teilte MA High jede Einzelheit mit, und dann setzte ich ihm meinen Plan auseinander. Alles hängt davon ab, dass weder Stephen Hunter noch Rock Caldwell oder der Gehilfe Bill Strenghardt direkten Kontakt mit der Frau aufnehmen. Rufen Sie bitte Phil zurück. Ich hätte gern, wenn er die Überwachung der gesamten Umgebung von Liane Baker leitet, selbstverständlich braucht er dabei eine Menge Leute zu seiner Unterstützung. Vielleicht telefonieren Sie mit Ihrem Kollegen in Boston, damit er uns die Leute zur Verfügung stellt. Senden Sie außerdem ein Tonbandgerät in die Wohnung der Frau. Sobald ich ankomme, mache ich Aufnahmen von Ihrer Stimme. Bitte, MA High, sehen Sie sich unter den weiblichen PolizistInnen der Stadt schon einmal um. Ich brauche eine Beamtin, deren Stimme dem Organ von Des Lily ähnelt. Glauben Sie, dass sich das alles durchführen lässt? Ich glaube schon. Entweder klappt Ihr Plan, Jerry, dann fassen wir ihn, wenn er versucht, sie umzubringen, oder aber er nimmt persönlichen Kontakt mit der Frau auf, dann greifen wir ihn bei dieser Gelegenheit. Ich avisiere Sie MC nun. Das ist der FBI-Chef von Boston. Hals- und Beinbruch. Ich gab ihm noch die Adresse der Wohnung durch, die Des Lily in Boston gemietet hatte, Washington Street 783, Telefon NM36490. Am Nachmittag kamen wir in Boston an. Ich nahm ein Taxi, und wir fuhren gemeinsam zur Washington Street. Nummer 783 war ein großes Haus. Die erste und zweite Etage waren von einer Mrs. Suttert angemietet, einer starken grauhaarigen Frau. Sie hatte die Räume einzeln als Wohn- und Schlafzimmer eingerichtet und vermietete sie weiter an Leute, die sich längere Zeit in Boston aufhalten wollten. Da viele Vertreter zu ihr kamen, die Wert darauf legten, ungestört telefonieren zu können, waren die meisten Räume mit eigenen Telefonanschlüssen versehen. Mrs. Suttert begegnete uns, als ich gemeinsam mit Liane durch den Flur ging. Schon zurück, Miss Baker? Fragte sie und streckte die Hand aus. Oh, Sie sehen aber nicht gut aus. Miss Baker fühlt sich nicht wohl, sagte ich. Ich nahm mich ihrer im Flugzeug an und brachte sie her. Mein Name ist Robert Sander. Oh, vielen Dank, Sir. Ich sehe, es gibt doch Gentlemen. Kommen Sie, mein Kind. Sie fasste Lianas Arm und führte sie in ihr Zimmer. Ich ging mit. Es ist übrigens ein Paket für Sie abgegeben worden, flötete die Wirtin. Dort steht es, aber jetzt legen Sie sich am besten erst hin. Sie warf mir einen auffordernden Blick zu, aber ich sah mich ruhig in dem nicht schlechten Zimmer um. Eine Fluchtmöglichkeit gab es nicht. Ich konnte beruhigt auf den Flur zurückgehen. Mrs. Suttert kam nach wenigen Augenblicken nach. Hören Sie, Ma'am, sagte ich habe einige Zeit in Boston zu tun. Haben Sie einen Raum für mich frei? Gewiss, erwiderte sie erfreut. Gleich hier das Zimmer nebenan. Sie öffnete die Tür. Gefällt es Ihnen? Ich miete es. Vielen Dank. Sobald Mrs. Suttert außer Sichtweite war, ging ich zu Liane hinüber. Sie lag ausgestreckt auf der Couch und hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt. Ich öffnete das Paket mit dem Tonbandgerät. Nehmen Sie sich eine Zigarette und werden Sie wach, sagte ich, nachdem ich das Gerät eingeschaltet hatte. Ich brauche noch Einzelheiten. Fangen wir von vorn an. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe, stöhnte sie. Tut mir leid, antwortete ich knapp. Simu und Smith wären auch gern in Ruhe gelassen worden. Ich habe ihnen doch alles erzählt, sagte sie gequält. Was wollen sie denn noch wissen?
Einzelheiten. Ich sagte es schon. Ohne Übergang wurde sie wütend. Ich sage nichts mehr, Sie verdammter Spitzel, schrie sie. Sie sind zwar eine Frau, sagte ich kalt, aber Sie sind auch eine Mörderin. Es kommt mir nicht darauf an, Sie härter anzufassen. Sie starrte mich aus weiten Augen an. Was wollen Sie mit mir tun? Fragte sie angstvoll. So ging das hin und her. Ich erhielt zwar keine nennenswert vernünftige Auskunft von ihr, aber ich bekam viele Nuancen ihrer Stimme auf das bellend. Mehr wollte ich nicht. Ich nahm es vom Gerät und verließ Lillas Zimmer. Auf dem Flur begegnete mir ein Mann, der mich aufmerksam musterte. Ich wollte an ihm vorbeigehen, aber er fasste meinen Ärmel und raunte: Sie heißen Robert Sander, nicht wahr? Ich nickte. Mein Name ist Ted Brown, flüsterte er. FBI, Boston. MAMC nun schickte mich her. Ich bewohne seit heute Morgen das Zimmer gegenüber. Ich stieß einen leisen Pfiff aus. Schnelle Arbeit. Ich kann Sie gut brauchen. Nehmen Sie das Tonband und bringen Sie es MC nun. MAHI wird mit ihm telefoniert haben, und er wird wissen, was damit zu tun ist. Wenn Sie zurückkommen, können wir uns gleich darüber einigen, wer während der Nacht ein Auge auf die Frau hält. Meine Telefonnummer ist 36493. Okay, meine lautet 36481. Ich ging in mein Zimmer und untersuchte erst einmal vom Fenster aus die Außenwand. Es gab keine Feuerleiter und somit keine Chance, dass das Lili mit einem gewagten Kletterkunststückchen entwischen konnte. Dann öffnete ich meine Tür einen Spalt, zog mir einen Stuhl heran und setzte mich so, dass ich die Tür des Korridors beobachten konnte. Das Telefon klingelte, und ich meldete mich. Hallo, Jerry, sagte Philosophie, alles in Ordnung. Bist du schon zurück? Ich kam in New York an, kaum dass du das Telefongespräch mit MAHI beendet hattest. Die Fährte Monique war falsch. Ihr verdächtiges Gehabe beruhte nur darauf, dass sie rauschgiftsüchtig ist, und sie trieb sich in den Slums herum, um Kokain zu kaufen. Wir haben sie in ein Sanatorium eingeliefert. MAHI erzählte mir von deinen Erlebnissen, und ich flog nach Boston weiter, ohne auch nur vorher zu frühstücken. MC nun gab mir freie Hand und so viele Beamte, wie ich wünschte. Ich telefoniere von einer Zelle ganz in der Nähe des Hauses. Es befinden sich im Augenblick genau 28 FBI-Agenten in der Washington Street und den angrenzenden Straßen. Sollte dein Eisenbahnmörder auftauchen, so kommt er nicht durch. Großartig, Philosophie. Ich glaube nicht, dass er kommt. Er wird telefonieren. Dann stellen wir ihm eine Falle am Bahnhof. Rufe mich von Zeit zu Zeit an. Ich hatte kaum aufgelegt, als es erneut klingelte. Diesmal war ein Mann mit einer tiefen Stimme am Apparat. Cotton, vergewisserte er sich. Okay, hier spricht MC nun. Brown war eben bei mir. Passen Sie auf. Ich übergebe. Unmittelbar danach meldete sich eine Frauenstimme. Hier spricht Liane Beke, sagte die Stimme. Ich bin Artistin und trete im Main Theater auf. Ich fahre viel mit der Eisenbahn. Ich hörte sehr genau hin. Es war haargenau Deslilles Stimme, vielleicht eine Tönung dunkler. Zufrieden, meldete sich wieder MC nun. Ich habe noch zwei, die in Frage kommen. Wollen Sie sie hören? Ich bat ihn darum. Die beiden anderen Beamtinnen wiederholten die gleichen Sätze. Schicken Sie mir die erste. Ich glaube, sie trifft es am genauesten. Eine halbe Stunde später war Ted Brown mit einer schlanken braunhaarigen FBI-Agentin bei mir, die Susan Bell hieß. Mrs. Sutterton wurde noch ein Zimmer los. Meine Kollegin war außerordentlich geschickt. Ich hörte, dass eine Miss Liane Baker bei Ihnen wohnen soll, erkündigte sie sich mit harmlosem Gesicht bei der Vermieterin. Sie ist eine alte Freundin von mir.
Auf diese Weise gelangte Susan elegant in das Zimmer von Des Lily. Sie blieb eine ganze Stunde darin, und als sie herauskam, klopfte sie bei mir an. Hören Sie, Mr. Cotton, erklärte sie. Ich glaube nicht, dass sie im Theater auftreten kann. Sie würde sich das Genick dabei brechen. Ich rieb mir die Stirn. Das ist unangenehm, Miss Bell. Wir müssen damit rechnen, dass Hunter sie im Theater aufsucht. Es könnte Verdacht erregen, wenn er sie dort nicht findet. Sie überlegte kurz. Ich rufe im Theater an und sage, ich wäre krank. Es ist gleich eine Probe, ob meine Stimme echt klingt. Ich wohnte diesem Telefongespräch bei. MC nun hatte mir genau die richtige Frau geschickt. Susan Bell war ein intelligentes Girl, das seine Sache großartig machte. Sie erklärte dem Direktor, sie könne nicht mehr auftreten, sie sei mit den Nerven herunter. Er drohte mit Konventionalstrafe, und sie sagte, sie würde ihm ein Attest des Arztes schicken. Fein, Miss Bell, sagte ich nach dem Telefongespräch. Am besten bleiben Sie heute Nacht in Lienas Zimmer. Mrs. Suttert an gegenüber können wir es leicht damit begründen, dass Sie Ihrer Freundin beistehen wollen. Sprechen Sie, bitte, viel mit ihr, damit Sie sich Ihre Ausdrucksweise angewöhnen können. Und lassen Sie sie auf keinen Fall ans Telefon. Bleiben Sie noch einen Augenblick. Ich werde Ihnen sagen, was Sie sprechen müssen, wenn Sie von einem bestimmten Mann angerufen werden. Ich setzte ihr dieses Telefongespräch genau auseinander. Ich ging mit ihr alle Möglichkeiten durch, wie es sich abspielen könnte. Ich bat sie, sich ganz in die Rolle des Lilys zu versetzen. Es war von ungeheurer Wichtigkeit, dass dieses Telefongespräch klappte. Alles hing davon ab, dass sie in dem Eisenbahnmörder keinen Verdacht erweckte, dass er wirklich glaubte, mit seiner Frau und Komplizin zu sprechen. Stern, Stern, Stern. Nichts geschah am nächsten Tag. Wir bemühten uns, das Leben von ganz normalen Leuten zu spielen. Ich ging sogar am Vormittag mit Des Lily in die Geschäftsstraßen der Stadt. Ich zwang sie in eine Unterhaltung hinein, die für einen Uneingeweihten den Eindruck völliger Harmlosigkeit erwecken musste. Wir aßen in einem Lokal zu Mittag, dann gingen wir nach Hause. Wenn der Eisenbahnmörder in der Stadt Augen hatte, die für ihn sahen, dann konnte sein Beobachter ihm nur berichten, dass seine Frau mit einem alten Trottel unterwegs war, der offensichtlich in sie vernarrt war. Den Nachmittag verbrachten wir in der Wohnung. Miss Bell hielt sich immer in Des Lilys Nähe und bemühte sich, sie zum Reden zu bringen. Um 11 Uhr abends, ich lag schon im Bett, schlief aber noch nicht, wurde heftig an die Wand geklopft. Das war das vereinbarte Zeichen. Ich sprang hoch, griff meinen Bademantel und rannte in das angrenzende Zimmer. Miss Bell stand an dem kleinen Schreibtisch, den Telefonhörer am Ohr. Sie deckte die Muschel ab und flüsterte, Gespräch aus St. Louis. Voranmeldung für Miss Baker. Lassen Sie mich mithören, zischte ich, und sie kantete den Hörer etwas ab, dass ich auch mein Ohr dagegen pressen konnte. Noch war nichts als Rauschen und ein leichtes Knacken in der Leitung. Dann quäkte die Stimme des Fräuleins vom Amt, Hallo, St. Louis. Bitte melden. Bitte melden. Und gleich darauf rief eine Männerstimme, eine Stimme, die ich kannte, die Stimme, die schon in Chicago mit mir gesprochen hatte, Hallo, Lily. Bist du an der Strippe? Miss Bell schluckte. Dann antwortete sie leise, ja, ich bin's. Gut geklappt die Sache, nicht wahr, sagte der Mann. Meine Kollegin schüttelte ihre Hemmungen ab. Ja, sagte sie, aber ich tu's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was heißt das? Fragte der Mann scharf. Ach, du weißt doch. Ich bin eben fertig. Ich trete auch nicht mehr auf. Verdammter Unsinn, brüllte die Stimme. Man hat nichts als Ärger mit dir. Ich werde dich zur Vernunft bringen, sobald ich nach Boston komme.
Ist alles klar? Fühlst du dich beobachtet? Passierte etwas Besonderes? Obwohl ich voller Anspannung lauschte, fand ich doch noch Zeit, Susan Bell zu bewundern. Sie wechselte den Tonfall, dass es eine Pracht war. Lass uns Schluss machen, Steven, sagte sie kläglich. Wir haben doch genug. Wir könnten außer Landes gehen. Du redest Quatsch, fauchte er, genug. Glaubst du, die anderen wollen nichts abhaben? Glaubst du, wir hätten keine Unkosten? Miss Bell machte eine kleine kunstvolle Pause. Dann sagte sie in beschwörendem Tonfall, Steven, wenn ich dir noch einen Fall beschaffe, einen, der mehr Gewinn bringt, als alle anderen, versprichst du mir dann, dass er der Letzte und damit genug sein wird. Wovon redest du? Sprich. Worum handelt es sich? Versprich mir erst, dass es das letzte Mal sein wird. Na, also gut, ich verspreche es, schrie er ungeduldig. Rede endlich. Susan Bell senkte die Stimme zu einem Flüstern. Ich habe im Flugzeug einen Mann kennengelernt. Er heißt Robert Sander, ein älterer Herr, Juwelenhändler. Er folgte mir in die Pension. Er hat große Mengen Juwelen verkauft. Er trägt das Geld bar bei sich. Wie viel? Fragte der Mann, heiser vor Erregung. 50 mindestens, Steven, er fährt übermorgen mit dem Kanadian nach Montreal, übermorgen Nacht. Ich breche mir nicht noch einmal den Hals. Wir können es machen wie im Intercontinental. Du kommst in mein Abteil. Es ist anders. Du kennst ihn. Der Verdacht fällt auf dich, weil du ihn kennst. Stört es dich sehr, wenn ich verdächtigt werde? Fragte Susan bitter. Sie wusste von Des Lily, dass Hunter ein zynischer Bursche war, der für seine Frau nicht das geringste Gefühl hegte. Natürlich stört es mich, fauchte er. Du würdest quatschen. Steven, ich richte es so ein, dass unsere Abteile weit auseinander liegen. Ich werde ihm das erklären. Du kannst ohne Gefahr in mein Abteil kommen. Fast eine halbe Minute lang war Schweigen in der Leitung. Susan Bell wagte zu fragen, bist du noch da, Steven? Ich muss es mir überlegen, sagte die Männerstimme. Ich werde mit den beiden anderen darüber beraten. Tu du so, als wäre es abgesprochen. Wenn wir es anpacken, bin ich auf dem Bahnsteig, wenn nicht, dann eben nicht. Es knackte. Grußlos hatte er eingehängt. Susan Bell ließ langsam den Hörer zurückgleiten. Sie sah mich zweifelnd an. Gar keine Frage, sagte ich langsam. Wir werden alles so vorbereiten, als hätte er sich bereits zur Ausführung der Tat entschlossen. Ich drehte mich um. Mein Blick fiel auf Liane. Sie saß aufrecht im Bett und starrte uns an. Stern, Stern, Stern. Ich glaube, nie war der Empfang für einen erwarteten Verbrecher besser vorbereitet worden als jener, der sich auf dem Hauptbahnhof von Boston abspielen sollte. 56 FBI-Beamte befanden sich in allen möglichen Tarnungen auf dem Bahnhofsgelände. Zwei Polizeihubschrauber und zwei schnelle Sportmaschinen standen auf dem nahen Flugplatz bereit, sich in die Luft zu erheben, sobald der Canadian Express sich in Bewegung gesetzt hatte. Für mich war eine Kabine im ersten Wagen gebucht worden, für Liane Baker eine im letzten Waggon. Die Gesellschaft, die die Strecke betrieb, hatte vom FBI die Anweisung erhalten, bei Rückfragen die Antwort zu geben, der Zug sei ausverkauft. Wir wollten damit verhindern, dass Hunter, falls er sich erkündigte, sich darüber wunderte, dass es seiner Frau gelungen war, den angeblich in sie vernarrten Robert Sander so weit von sich zu trennen. Die Kabine neben der von Des Lily hatte Susan Bell inne, da ich mich der Sicherheit halber wirklich von Liane trennen und meine Kabine aufsuchen wollte. Es war geplant, dass in dem Augenblick, in dem der Zug anfuhr, 6 G-Men unter der Anführung von Phil auf den schon fahrenden Zug aufsprangen. Steven Hunter sollte festgenommen werden,
sobald er das Abteil seiner Frau betrat. Der einzig unsichere Faktor war, dass Lili selbstständig. Ich konnte nicht darauf verzichten, sie mit zum Bahnhof zu nehmen. Hunter würde, das war wahrscheinlich, versteckt die ankommenden Reisenden beobachten, und wir besaßen kein so genaues Bild von ihm, dass wir ihn schon in der Halle festnehmen konnten. Ich allein hätte ihn vielleicht erkannt, aber ich musste meine Rolle als Robert Sander spielen. Andererseits konnte sich niemand in der Kabine von Lili aufhalten, da ihn die Anwesenheit einer zweiten Person an der Ausführung seiner Absicht gehindert hätte. Dass Liane Baker ihren Raum verließ, konnte Susan Bell von der Nebenkabine aus verhindern. Um zu vermeiden, dass der Eisenbahnmörder von seiner Frau gewarnt wurde, veranlassten wir die Eisenbahngesellschaft, dass das Fenster der Kabine so gesichert wurde, dass es sich nicht öffnen ließ. Es blieb freilich immer noch die Möglichkeit, dass Lili ihren Mann durch Gästen warnte. Der Canadian verließ den Hauptbahnhof von Boston um 23.11 Uhr. Pünktlich um 23 Uhr fuhr ich mit Des Lili in einem Taxi vor. Susan Bell hatte sie in ein schwarzes Kleid gesteckt, hatte sie geschminkt und ihr einen Hut mit Schleier aufgesetzt, um ihren Gesichtsausdruck in etwa zu verdecken. Ich ließ einen Gepäckträger kommen, nahm Lianas Arm fest in dem meinen und führte sie durch die Sperre. Sie ließ alles mit sich geschehen, einzig, dass sie den Kopf wie suchend nach allen Seiten drehte. Der Express fuhr vom Bahnsteig 3 ab. Da wir den Fahrkartenverkauf frühzeitig gestoppt hatten, waren nicht sehr viele echte Reisende am Zug, immerhin aber genug, um eine Schießerei auf dem Bahnhof verdammt unangenehm zu machen. Der Canadian war einer der wenigen Schnellzüge auf großen Strecken, der von einer Dampflokomotive gezogen wird. Um 23.05 Uhr brachte ich Des Lili in ihr Abteil, ließ vom Gepäckträger ihren Koffer ins Netz heben, verabschiedete mich von ihr mit einer stummen Verbeugung und ging den Gang entlang zu meiner Kabine im vorderen Zugteil. Pedantisch und korrekt, wie es sich für einen älteren Herrn gehört, entlohnte ich den Gepäckträger. Dann zog ich das Fenster herunter und lehnte mich hinaus, als hielte ich nach dem Zeitungsboy Ausschau. 23.08 Uhr. Reisende und Zurückbleibende sagten die letzten Abschiedsworte. Ich beugte mich weiter hinaus. Sollte aller Aufwand vergeblich gewesen sein? Kam Stephen Hunter nicht? 23.09 Uhr. Plötzlich sah ich in meinem Gesichtskreis die Gestalt eines Mannes, der sich rasch durch die Reisenden am Zug entlang schob. Er war groß, trug einen tief in die Stirn gezogenen Hut. In der linken Hand hielt er eine schwarze Aktentasche. Sein gut geschnittener Anzug fiel locker um seinen hohen, breitschultrigen und schmalhüftigen Körper. Er ging schnell und federnd. Sein Gang, seine Bewegungen erinnerten an die lautlose Geschmeidigkeit, mit der ein Tiger sich bewegt. Ich konnte seine Augen nicht sehen, und doch wusste ich in dem Augenblick, in dem ich ihn erblickte, das ist er. Der Zeiger der großen Uhr sprang auf 23.10 Uhr. In dieser Sekunde geschah es. Glas klirrte, und eine Frauenstimme schrie, gellte, Steve. Sie sind da. Lauf, Steve, Steve. Ich hatte mich eben hingesetzt. Ich sprang hoch, war mit einem Satz beim Fenster. Genau in dem Augenblick huschte der Mann unter mir vorbei. Schon war Bewegung auf dem Bahnsteig. Während das Publikum noch nicht begriffen hatte, setzten sich unsere Leute in Trab. Die ersten Revolver lagen in den Händen, und da peitschte der erste Schuss. Ich sprang auf den Bahnsteig, um mich an der Jagd zu beteiligen. Als ich den Boden berührte, sah ich Hunter in Höhe der Lokomotive. Stehen bleiben, schrie ich und riss den Revolver aus der Halfter. Er wandte sich zum Sprung herum wie ein Panther. Zwei Herzschläge lang sah ich seine Augen wie damals im Intercontinental, diese glitzernden, schillernden grauen Augen, und sie hatten den gleichen Ausdruck, den Ausdruck einer gehetzten großen Katze. Mit einem Sprung von ungeheurer Geschmeidigkeit schnellte er an der Lokomotive hoch und verschwand auf der Plattform.
Bruchteile von Sekunden später krachte ein Mensch auf das Pflaster des Bahnsteigs, der Lokomotivführer. Ich hörte Schüsse vom anderen Bahnsteig. Hunter schien versucht zu haben, die Lok nach der anderen Seite zu verlassen und war von unseren Leuten, die dort standen, unter Feuer genommen worden. Ich rannte, war fast an der Lokomotive, als ein wildes, geradezu wahnwitziges Zischen die Luft erschütterte. Gleichzeitig begannen die Räder der Lokomotive unter ohrenbetäubendem Kreischen leer und wie rasend auf den Schienen zu drehen, packten dann, und mit einem Satz wie ein losgelassenes Tier fuhr die Lok an. Die Puffer der Waggons knallten gegeneinander, nicht verschlossene Türen flogen auf, die Menschen schrien, stürzten zu Boden, Fenster zerbarsten. Hunter musste mit einer Hebelbewegung den vollen Dampf auf das Triebwerk gegeben haben. Rasch, wie in einem Traum, glitten die Wagen an mir vorbei. Schemenhaft zuckten durch mein Blickfeld die Fenster mit schreienden und gestikulierenden Menschen. Ich rannte, rannte aus Leibeskräften. Schneller und schneller rollte der Zug. Ich verlor an Boden. Der herausgestürzte Lokomotivführer lag mir im Weg. Ich setzte über ihn hinweg, näherte mich seitlich dem Zug. Eine offene, hin und her schlagende Tür traf mich um ein Haar. Ich streckte die Arme aus, merkte, dass ich den Revolver noch in der Hand hielt und schleuderte ihn weg. Wieder rollte eine Tür, diesmal eine geschlossene, an mir vorbei. Ich sprang, erwischte den Griff, klammerte mich an und zog die Beine hoch. Ich bekam das Fußbrett unter die Füße, presste mich vor einem Signalmast, der mich herunterfegen wollte, eng an die Waggonwand. Dann riss ich die Tür auf. Ich war im Zug, der jetzt schon eine Geschwindigkeit von 50 Meilen erreicht haben mochte. Zwei Atemzüge gönnte ich mir, mehr nicht. Ich rannte durch den schaukelnden Gang nach vorn, durch den Speisewagen, in dem alles durcheinander lag, durch den Schlafwagen, dessen Schaffner auf dem Boden kauerte und seine großen Augen rollte, und dann hämmerte ich gegen die verschlossene Verbindungstür zum Postwagen, der unmittelbar hinter der Lokomotive lief. Macht auf, brüllte ich. Macht auf. FBI. Unter mir kreischten die Räder. Ich warf mich mit aller Gewalt gegen die Tür. Sie gab nach, und ein bleicher Postbeamter und ich fielen übereinander in den Postwagen. Ich raffte mich hoch, sah in die weißen Gesichter der drei Postbeamten, die die Besatzung des Wagens bildeten. Los, schrie ich sie an, macht die Tür zur Lok auf. Ich muss rüber. Keine Verbindung nach dort, antwortete einer mit blassen Lippen. Auf mit der Tür, schrie ich. Der Mann, der am meisten noch seinen Verstand beieinander zu haben schien, öffnete die verschlossene Verbindung. Ich riss sie zurück. Vor mir sah ich die schwarze Rückwand des Tenders, unter mir die reibenden und stoßenden Bolzen der Puffer und darunter die vorbeiflitzenden Bohlen der Schienen. Ich taxierte die Entfernung, krümmte mich zusammen und schnellte hoch mit vorgeworfenen Armen. Meine Hände klammerten sich um den Rand der Tenderwand. Sekundenlang hing ich frei in der Luft. Ich hangelte ein wenig nach rechts hinüber, konnte einen Fuß auf einen Puffer setzen, der sich unter mir bewegte wie etwas Lebendiges. Ich verlagerte mein Gewicht auf diesen Fuß, biss die Zähne zusammen, stieß mich ab und zog mich mit allen Kräften hoch. Noch einen Ruck, und ich lag flach auf den Kohlen des Tenders. Der Kanadian raste mit einer Geschwindigkeit durch die Nacht, die an eine Raketenfahrt denken ließ. Auf dem Bauch schob ich mich weiter nach vorn, bis ich unter meinem Körper fühlte, dass sich der Kohlenberg schräg senkte, und jetzt sah ich eine Mannslänge unter mir den Lokomotivführer stand, schwach erhellt von der Armaturenlampe, und ich erkannte darauf die Gestalt Stephen Hunters, gebückt mit hängenden Armen, wie ein zum Sprung bereites Tier. Ich warnte ihn nicht. Ich war waffenlos, und er musste zumindest sein Mordmesser bei sich tragen. Ich ging in die Hocke, und dann sprang ich ihn von oben her an. Ich fiel ihm auf den Rücken und riss ihn zu Boden. Ich ließ ihn sofort aus dem Griff und schlug beide Fäuste in seinen Nacken. Er schien es nicht zu spüren.
Wie eine Schlange glitt er unter mir weg, stand auf den Beinen, als auch ich stand, und als ich nach ihm schlug, ließ er sich einfach nach rückwärts gegen das Armaturenbrett fallen und wich so meinem Schlag aus. Dann sprang er mich an. Ich fing ihn gut ab. Meine Hiebe schleuderten ihn zurück, aber er griff sofort wieder an. Auf der rüttelnden Lokplattform, im Kreischen der sausenden Räder, im heulenden Wind der rasenden Fahrt umklammerten wir uns. Er versuchte mich von der Lokomotive zu drücken, mich in die vorbeizuckende Schwärze zu stoßen. Ich hielt ihm stand, aber ich spürte die geschmeidige Kraft seiner Muskeln. Keuchend rangen wir miteinander. Ich verlor etwas an Boden. Der offene Ausstieg kam meinem Rücken näher. Ich riss uns herum, so dass jetzt der Kohlenberg des Tenders in meinem Rücken war. Ich fühlte die Kohlen unter meinen Füßen knirschen, löste einen Arm von seiner Hüfte und warf mich mit aller Gewalt nach hinten und seitwärts. Er hielt fest und fiel mit. Sein Gesicht schlug in die Kohlen. Ich hörte seinen Aufschrei. Seine Fäuste glitten von mir ab. Ich sprang auf. Er erhob sich langsam, die Augen fest geschlossen, die vom Kohlenstaub blind geworden sein mussten, aber es war ihm ein Gegenstand in die Hände geraten, die schwere Kohlenschaufel. Er richtete sich auf, hob die Schaufel und tat einen schmetternden Schlag nach mir. Ich presste mich gegen die Armaturenwand. Gellend knallte das Schaufelblech auf die Eisenplattenform. Er reckte sich sofort zum zweiten Schlag. Bevor dieser Schlag fiel, hatte ich die eiserne Schürstange an mich gerissen und wehrte damit den Schlag ab. Ich sah ihn zwinkern und blinzeln. Die Tränen mochten den Kohlenstaub aus seinen Augen gewaschen haben. Sein dritter Schlag war gezielt. Ich entging ihm nur mit Mühe. Ich riss das Schüreisen hoch. Von oben herunter hieb ich auf den Schaufelstiel und schlug ihm die Schaufel aus der Hand. Wie es gekommen ist, kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Die Schaufel musste ihm zwischen die Beine geraten sein. Er stürzte nach vorn bis an den Rand des Ausstiegs. Vielleicht versuchte er zu hastig, sich aufzurichten, vielleicht hatte er jetzt auch die instinktive Kontrolle über seinen Körper verloren. Ich sah ihn drei Herzschläge lang am Rand der heulenden Schwärze schwanken, dann verschwand er plötzlich, als habe ihn die Nacht selbst in sich hineingesaugt wie ein gieriges Maul. Eine Sekunde lang stand ein grässlicher Schrei, ein Schrei, der selbst das Donnern der irrsinnigen Fahrt übertönte, in der Luft. Stern, Stern, Stern. Ich wusste, was zu tun war. Ich war nicht umsonst 6 Wochen lang auf dem Intercontinental gefahren, und wenn jener Express auch von einer Diesellok gezogen wurde, so hatte ich mir doch genug über den Betrieb von Dampflokomotiven erzählen lassen, um den Kanadiern zum Stehen zu bringen. Ich legte den Regulierungshebel der Dampfzufuhr auf Null. Das ohrenbetäubende Zischen hörte auf, aber von der einmal erreichten Geschwindigkeit getrieben, raste der Zug weiter durch die Nacht. Ich drehte das Bremsventil langsam auf. Das Kreischen der Räder wurde noch greller, wurde zu einem wahrhaften Höllenlärm. Die Puffer knallten hart aufeinander. Die Geschwindigkeit fiel. Ich sah den Meilenanzeiger langsam sinken, wieder zurück über den roten Strich, der die äußerst erlaubte Geschwindigkeit markierte, herunter auf 90, 80, 40 Meilen. Noch ein paar Drehungen am Ventil. 20 Meilen, 10 Meilen null. Mit rauchenden Bremsblöcken hielt der Kanadian auf freier Strecke. Stern, Stern, Stern. Ich fiel mehr von der Plattform, als dass ich hinunterstieg. Langsam ging ich am Zug entlang, dessen Fenster sich mit verstörten Menschengesichtern füllten. Ich entdeckte Susan Bell und kletterte in den Wagen. Des Lily lag mit geschlossenen Augen auf der Erde. Ihre Hände bluteten. Sie zerschlug die Scheibe, als sie ihn sah, sagte Susan knapp. Ich konnte es nicht verhindern. Es ist gut, Susan, antwortete ich müde. Vielleicht können Sie sie verbinden. Ich muss mich darum kümmern, dass der Zug in Sicherheit gebracht wird. Stern, Stern, Stern. Es gibt nicht mehr viel nachzutragen.
Ich will Ihnen nicht erzählen, wie wir Stephen Hunter, den Eisenbahnmörder, fanden. Der Hubschrauber mit seinen Gehilfen Caldwell und Strengharty an Bord wurde in derselben Nacht in der Luft gestellt, während die beiden auf das blaue Lichtsignal aus dem Zug warteten. Sie versuchten zu fliehen, aber als die ersten Salven aus einer Maschinenpistole die Glaskanzel ihres Apparates zersiebten, ergaben sie sich, landeten und wurden festgenommen. Wegen Beihilfe zum Mord erhielten beide lebenslänglich Zuchthaus. Liane Baker alias Des Lily wurde zum Tode verurteilt, aber das Urteil wurde nie vollstreckt. Hinter der Frau, die sich von ihrem Mann zu allem hatte treiben lassen, schlossen sich die Tore eines Zuchthauses für immer. Ende.